Patient 1325, Sie dürfen dann bitte mitkommen. Hast du die andere gesehen, die im Wartezimmer, die jetzt schwanger ist? Die ist doch mit Nummer 1365 zusammen. Ah ja, stimmt, den suchen wir jetzt gleich mal. Da schauen wir jetzt gleich mal in Facebook, was wir über den so finden. Nummer 1335, Sie dürfen bitte mit mir mitkommen. Alles klar. Jetzt schau mal, dank Telematik haben wir die Möglichkeit, dass wir Befunde aus anderen Fachgebieten auch gleich einsehen. Hier zum Beispiel der Herzschrittmacher. Wenn du gleich noch ein Foto mit deinem Handy machen kannst, dann können wir das für unser Archiv benutzen bzw. auch gleich online einstellen. Okay, ich hab's drauf. Bitte schön, geh mal ins Zweier. So, Herr Mittermeier, guten Tag erstmal und hallo. Wir wollten ja heute erstmal wieder Ihre Zähne ein bisschen untersuchen. Ja. Alexa, Licht an. So, Herr Mittermeier, wir haben ja festgestellt, dass Sie in der Vergangenheit eine ziemlich deutliche Zahnfleischentzündung hatten. Darf ich fragen, wann Sie zum letzten Mal die Zähne geputzt haben? Wie immer, heute Morgen. Und wie viel rauchen Sie am Tag so? Ja, nicht mehr als 5 Zigaretten. Chef? Bei der Frau Polinski im Dreier ist schon wieder die Prothese gebrochen. Was soll ich da jetzt machen? Ja, dann holt doch die Daten aus der Cloud. Sie haben doch alle Zugriffsrechte. Ja. Also ich sehe auf alle Fälle, dass Ihr Zahnfleisch deutlich besser und stabiler geworden ist. Alexa, Licht aus. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt noch kurz über Ihre Kosten... Chef! Was ist denn jetzt schon wieder los? Der PC ist abgestürzt. Patientendaten sind wieder mal alle vertauscht. Ja, dann unterhalten wir uns noch mal kurz über die Kosten. Ich sehe, hier ist noch der Vertrag zur Finanzierung Ihres Hauses. Ja. Und jetzt sehe ich hier, Sie haben sich ja auch noch für eine sehr teure Rolex-Uhr interessiert. Ja. Von Ihrem Hausarzt habe ich auch gerade eingespielt bekommen, die Blutwerte. Mhm. Und vom Lungenfacharzt sehe ich auch gerade die Mitteilung, Sie haben ja deutliche Atemprobleme. Und... jetzt sehe ich hier noch, die letzte Rate Ihres Maledivenurlaubs ist ja noch gar nicht bezahlt. Mehr. Okay. Ja, Herr Mittermeier, trotz dieser für Sie eher ungünstigen Ausgangslage könnten wir schon mal einen Termin ausmachen, um den Weisheitszahn rechts oben operativ zu entfernen. Dann könnten wir diesen Termin schon mal vorziehen. Ja, dann machen wir das so. So, der Chef hat gesagt, für Freitag braucht man noch einen Termin. Genau. Jetzt habe ich aber im System gesehen, Sie haben um 10 einen Ölwechsel. Mhm. Um 1:30 müssen Sie den Sohn abholen, um 5 haben Sie Tennis. Ja, das ist schon genial mit Datenabgleich und der Telematik. Ja, wie viel Zeit brauchen wir denn? So um 4, dann kommen Sie noch rechtzeitig zum Tennis. Ja, dann nehmen wir den. Gut, schauen Sie her, dann schreibe ich Sie Ihnen noch schnell auf. Mhm. Ich würde Sie derweil schon auschecken. Ja. Gut, dann bis Freitag. Und genau, vier. Tschüss. Ja, dankeschön. Tschüss. I hear people cry. I don't see them grow. They will lose all their brain. More than they should know. And I think to myself, what a wonderful world. Dank Telematik ist mein Leben jetzt wieder richtig schön geworden.